Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Jisatsu, das neueste Spiel von Schillers Art. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es geht. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass es rausgekommen ist. Ich habe versucht, mich so gut es geht, nicht spoilern zu lassen. Und ich würde sagen, damit beginnen wir auch schon. Dieses Spiel enthält gewaltvolle Szenen und groteske Ausdrücke. Aha, okay. Kann ja nur gut werden, würde ich sagen. Ich habe übrigens eine kleine Käsekatze auf dem Schoß. Ich weiß nicht, ob man sie gehört hat, aber... Ja. Hey, haben Sie schon ein neues Projekt in Angriff genommen? Was gibt es da zu überlegen? Sie haben mich schon verstanden. Wir sind nur ein kleines Filmunternehmen. Neue Ideen zu haben, ist für uns überlebenswichtig. Das verstehen Sie doch, oder? Casey. Oh Mann. Ich bin mir nicht sicher. Sie sind doch jung. Benutzen Sie Ihre Beine. Heißt das nicht normalerweise immer, Sie sind doch jung, benutzen Sie Ihre Fantasie? Okay. Bleiben Sie auf dem Laufenden, was populär und angesagt ist. Nein. Ich habe gehört, heutzutage soll es beliebt sein, bei Mutroproben verlassene Gebäude zu erkunden. Es gibt da ein Haus in der Präfektur. Da sollen wohl seltsame Sachen vor sich gehen. Ich weiß jetzt schon, worauf das hinauslaufen wird. Casey, gehst du mal bitte aus dem Weg? Dein kleiner Po steht im Weg. Einen Moment. Soll ich etwa alleine dorthin gehen? Ja, wer denn sonst? Denken Sie daran, Ihre Kamera mitzunehmen. Mhm. Und kommen Sie erst wieder, wenn Sie was Interessantes gefilmt haben. Na super. Na super. Krische auch Bild? Ach du Heiliger. Oi. Okay. Na super. Ja, komm klar. Was bist du? Ich glaube ein Bär und warum hast du Brüste? Ist okay. Oh nein, ich freue mich. Hallo, hör mal auf zu laggen, Spiel. Das Beste bei Schillers Art ist halt immer, du hast halt keinerlei... keinerlei Grafikoptionen. Das finde ich ja immer super. Okay, hör doch mal auf zu laggen jetzt. Oh, das sind wir anscheinend. Okay. Sieht so aus, als würde der uns verfolgen. Finde ich ja super. Ah, okay. Ah, was haben wir denn hier? Ein Zeitungsausschnitt, den ich nicht lesen kann. Und eine VHS-Kassette. Warum machst du denn jetzt das Licht aus? Und vor allem... Ah, guck mal. Ich kann hier nichts machen. Okay, also ich habe jetzt...
Ich bin jetzt eine Videokassette. Und nu? Und nun soll ich mir einen VHS-Player oder so suchen. Oder was? Da kann ich nichts machen. Erstmal ein schönes Klo draußen haben. So was mögen wir doch. Ja, ich weiß nicht so genau, was ich tun soll, wenn ich ehrlich bin. Außerhalten. VHS-Player finden. Ich kann auch nicht sprinten diesmal. Aber ich kann ja immer crouchen. Bin wieder beim Tittenbär. Okay. Ich habe mir schief mitbekommen. 6. Okay. Was? Ich kann auch den nicht öffnen. Mikrowelle nicht. Stimmt, das hier war ja nur das Bad. Das ist zu. Okay, also die Türen gehen wohl immer wieder von alleine zu. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung. Nee, warte, hier bin ich doch eben rausgegangen, ne? Ah, guck mal, noch ein Bär. Okay. Sollte das eine Dusche sein? Was mache ich denn jetzt überhaupt mit dieser VHS-Kassette? Was soll ich hier machen? Schrank kann ich nie öffnen. Also, ich bin ganz ehrlich, ich erwarte irgendwie schon jeden Moment so einen Jumpscare. Und ich werde mich vermutlich absolut erschrecken. Aber wieso passiert nichts? Ich soll irgendwas Interessantes filmen.
Ja, hier ist halt viel Müll, ne? Übersehe ich irgendwas? Oder muss ich einfach nur ganz lange rumlaufen und warten, bis irgendwas passiert? Also, es hat schon so eine leichte Atmosphäre, im Sinne von, ja, hier könnte jetzt jeden Augenblick irgendetwas Gruseliges passieren. Aber jetzt gerade laufe ich eigentlich eher nur dumm rum. Ich kann den nicht öffnen. Ich habe keine Treppe nach oben. Immer noch eine Videokamera in der Hand. Hätte ich vielleicht die Videokamera nicht aufnehmen dürfen? Nicht Videokamera. Das Videotape. Und wo habe ich das? Oh, Federn. Tote Vögel. Muss ich da vielleicht reinkriechen? Okay. Ja. Bleib mal offen. 12. Ich habe ein weiteres Achievement bekommen. Was soll ich denn? Ich kann das halt nicht lesen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh mein Gott, hier ist ein Videoplayer. Ist okay. Okay, sie beten die Toten an. Ich glaube nicht, dass ich gehen soll. Wieso habe ich überhaupt eine Kamera in der Hand? Ist halt auch so eine Sache, ne? Das scheinen jetzt aber auch nicht unbedingt so ältere. Die sind komplett ausgeschwärzt. Also, sie ist ein bisschen älter. Naja, mehr oder weniger, ne? Das ist, glaube ich, sehr relativ gesehen.
Ah, guck mal. Okay. Glaube, ich muss hier lang. Also ich bin mir nicht sicher, aber er hat mich direkt einmal umgedreht. What? Also er dreht mich direkt um, wenn ich zu weit weggehe. Aber was suche ich denn? Ja, was ist das? Was soll das sein? Oh, es ist ein totes Vögelchen. Ich glaube, das ist das, was für mich am schlimmsten ist. Ich habe das Spiel schon recht leise, ich weiß. Ich glaube, das, was für mich am schlimmsten ist, ist, dass wenn irgendwie ein Jumpscare kommt, dass er halt einfach viel zu laut sein wird. Er wird nicht mal großartig gruselig sein, sondern wahrscheinlich wirklich einfach nur scheiße laut. Okay, komm ich nicht rein. Bin ich doch wieder raus? Ich nicht raus? Soll ich pissen? War Böhm. Okay, also er versucht mich immer in eine richtige Richtung zu leiten. Die Frage ist halt, was ist denn jetzt hier die richtige Richtung? Er wird mich wahrscheinlich gleich wieder umdrehen, wenn ich hier langlaufen möchte. Seht ihr, sag ich doch. Sei gegrüßt. Ich komme um vor Hunger. Hast du etwas zu essen? Dieser Duft. Kackt man auf dich rauf? Ich meine, dann könnte ich den Duft definitiv verstehen. Der Geruch des Todes. Bringe es her. Den Vogel? Ich kann den Vogel gerne herbringen. Wenn du noch Leichen haben möchtest, okay, nee, die sind immer noch da. 18. Ist es, wie lange ich das Game spiele? Ich habe auf jeden Fall das nächste Achievement bekommen. Okay. Das ist doch der Ort aus dem Video. Da scheint was zu sein. Ja, draußen, ne? Also. Hi!
ich sehe dich. Ja, jetzt bist du natürlich nicht da. War ja logisch. Das war ja logisch. Das ist der Ort aus dem Video. Nö. Ja, hier in der Mitte. Okay. Ominöses Grummeln. Es würde mich nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn sie hier gleich irgendwie einen Jumpscare gibt. Wobei ich bin schon recht neugierig, muss ich sagen, was die Videos zu bedeuten haben. Schauen wir mal. Spielen wir mal das nächste Video. Ah. Hole mir den Kopf des Karpfens. Kopf des Karpfens. Gott, muss ich angeln? What the fuck? Okay. Es ist zensiert. Das ist so irgendwie so typischer japanischer Horror. Dass Leichen und sowas irgendwie zensiert sind, ne? Ich begehre nicht den Leib des Fisches. Trenne den Kopf ab und bringe ihn just zu mir. Vermagst du es nicht, dies selbst zu tun? Dann finde jemanden, der es kann. Okay. Ja, wer kann sowas denn? Ich meine, ich würde es auch selbst machen. Ich glaube, dafür muss ich nur die Küche finden, oder? Komme ich nicht lang. Wait, war die Küche nicht hier vorne? Ey, ja, guck mal. Ey, yo! Was ist los? Was hast du da? Willst du etwa, dass ich ihm den Kopf abschneide? Ja, schon. Komm damit nicht näher. Geh und schmeiß ihn weg. Ja, dann mache ich selbst. Vor allem nur den Kopf. Was ist das für ein Scheiß? Ach komm, so lange brauchst du doch wohl nicht, um den Kopf abzuschneiden. Das ist ein
paar Fische. Das sind ein paar Fische. Ein paar viele Fische. Was auch immer wieder füttern. Aber hey, wenn so ein ominöses Loch zu dir spricht, dann fütterst du das halt auch, ne? Wenn dir ein ominöses Loch sagt, fütter mich, dann schmeißt du halt Dinge ins Loch oder steckst komische Dinge rein. Ich höre das. Ja doch, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Kann ihn nie öffnen. Jetzt ist nur die Frage... Nee, hier war das nicht. Es war hier. Ach Mann, ich habe das doch schon irgendwo gesehen. Nee, hier geht's noch raus. 24. Okay, ich habe das nächste Achievement bekommen. Wahrscheinlich ist es wirklich nur, wie lange man braucht. War das doch hier? Es kann sein, dass es doch hier war. Ich sehe den Schuh. Mit der Socke da drin. Ups. Natürlich. Ich höre, dass sich jemand bewegt. Okay. Okay, cool. Ah. Scheiß Puppe. Das war doch ein netter Encounter. Na toll. Jetzt darf ich da nicht mehr lang, ja? I don't know. I don't know. Ich hab's nicht gesehen. Ich will's auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ich hab's nicht gesehen. Interessiert mich nicht. Drittes Tape. Gucken wir mal. Sie sieht ein bisschen tot aus. Da ist eine Krähe an ihrem Gesicht.
Ja. Also ich bin mir ja nicht sicher, aber bin ich nicht deine Tochter? Vielleicht? You never know, ne? Diese Puppe. Ich schmücke sie mit einer Locke von Großmutters Haar und bringe sie zu mir. Wo kriege ich denn eine Locke von Großmutters Haar her? Und vor allem, wer ist Großmutter? Ist das die Olle? Also die, der gerade gepennt hat? Oder muss ich vielleicht eine Bürste finden? Tür. Tür hier. Gut. Rein. Okay, wir kommen in den Lang. Ich allerdings auch nicht. Ich habe hier ein Messer. Locke von Großmutters Haar. Aber hier komme ich nirgends lang. In die andere Richtung komme ich auch nicht, ne? Liegt hier denn vielleicht irgendwo eine Bürste? Steht auf jeden Fall viel WD-40 oder was das sein soll rum. Schmücke sie mit einer Locke von Großmutters Haar. Muss ich dafür vielleicht gar nicht ins Haus? Ich muss dafür ins Haus. Okay. Ich habe übrigens das nächste Achievement bekommen. Ja, ich glaube, das ist, wie lange man das Spiel schon spielt. Weil ich hab das jetzt ungefähr 30 Minuten gespielt. Und hab das Achievement 30 bekommen. Also. Kackpuppe. Ich kann hier nichts machen. Sind denn vielleicht meine Eltern gestorben? Das sind meine Großeltern, bei denen ich jetzt lebe. Aber ich kann ja quasi nur hier Dinge tun. Aber müsste der nicht auch irgendwann so ein Interagier-Dingsbums auftauchen, wenn ich mit irgendwas interagieren kann? Ja, dahinter komme ich ja sowieso nicht rein, ne? Es geht doch. Okay, Großmutters Haar. Ich brauche eine Locke von dir. Als wenn mein Opa das nicht merkt. Der sitzt doch daneben.
Macht nichts. Okay. Auch gut. Ich hab Oma mal ein paar Haare ausgerissen. Ist ganz normal in dieser Familie. Das ist ganz normal in dieser Familie. Hier, bitteschön, eine Puppe mit einer Locke von Oma. Ah, guck mal. Muss ich jetzt die richtige Puppe finden? Super. Jetzt muss ich die richtige Puppe finden, wie es scheint. Ich habe die Quietscheente gar nicht gesehen, oder so eine Quietscheente. Ich mag Quietscheenten. Quietscheentchen, nur mit dir sitze ich so gerne hier. Ich kann leider den Text nicht weiter, aber. Da, 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 da. A doopie doopie doo. Du 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 okay. Der Tittenbär ist jetzt da. Halt, ich hab okay. Ja, jetzt komme ich hier nicht raus, oder was? Oh, nur wegen dem Tittenbär. Quietsche Entchen, nur mit dir sitze ich so gerne hier. Cool, ich habe einen Schlüssel gefunden. Wofür ist denn der Schlüssel jetzt? Ist der jetzt draußen für das Loch? Das habe ich gesehen. Wofür ist denn der Schlüssel? Ach komm, jetzt muss ich doch bestimmt zur Haustür raus. 36, du mich auch, Spiel. Hä, aber wofür ist denn jetzt der Schlüssel? Ich glaube, ich weiß wofür, oder? Nicht?
wo war hier denn noch eine abgeschlossene Tür? Hier war doch eigentlich gar keine abgeschlossene Tür mehr. Ah, Puppenkopf. Das kann ich ja sowieso nicht aufmachen. Ah, sure. Natürlich, gehen wir auf den Dachboden. Hi. Lul, hier war ich noch nicht ein einziges Mal, ne? Aber hier ist auch nichts. Ah, guck mal, doch, hier. Creature-Entchen. Oh, cool. Ein weiterer Puppelkopf. Es ist schön, wie sie mich alle angucken. Ich komme nicht raus. Ist mir gerade ein Puppenkopf reingeschmissen hier? So laut gerade. Krähe. Aber auch das letzte Video zu sein. Würde ich fast vermuten. Ja, und dann müssen wir vermutlich noch weg von dem Ort. Igitt, war ich jetzt in dem Kackeloch unten? Fuck. Warum war ich in dem Kackeloch drin? Gut, es sieht jetzt nicht nach dem Kackeloch aus. Großvater hat sein Leben ausgehaucht. Es scheint, als hätte er während eines Bades sein Ende gefunden. Gerade noch rechtzeitig. Aber wofür? Ziehe seine Fingernägel heraus und bringe sie mir. Bäh. Wo ist denn das Bad? Das Bad ist da hinten. Hä, aber war da überhaupt eine Badewanne? Okay. Es ist sehr, sehr komfortabel. Oh, zeig mir das doch jetzt nicht. Ach, Bai. Ach, Bai. Oh, das hat auch nichts mit Horror zu tun. Das ist einfach nur Bai. Stellen wir uns einfach vor, dass er Nagellack drauf hat. Okay. ja, danke schön. Halt mir die Fingernägel am besten noch mehr ins Gesicht. Oh, Fingernägel. Fingernägel. Oh, schön. Ja, aber was für einem Dämon huldigen wir denn da? Und nochmal, also...
wir sind vermutlich... Ja, halt die Klappe, ich will es gar nicht wissen. Ich gehe da einfach hin und gebe ihm Fingernägel. Also wir sind vermutlich ja die Enkelin. Würde ich jetzt einfach mal so annehmen. Und wir reden mit einem Loch im Boden. Oh, und das Badezimmer. Also war es doch noch nicht das Letzte. Natürlich. Quietsche-Entchen. Nur mit dir sitze ich so gerne hier. Und ich darf ja noch nicht raus. Adupidupidu. Ja, da stand was hinter mir. Ey, der Fernseher ist weg. Oh, wer hat mir denn jetzt den Fernseher geklaut? Och, ihr Affen. Wo finde ich denn jetzt meinen Fernseher? Wisst ihr, wollte ich einfach ganz in Ruhe an einem Sonntag Netflix und Chill machen. Und was passiert? Jemand klaut mir den Fernseher. Also bitte. Ja, und ich habe schon wieder einen Ohrwurm von Quietsche-Entchen. Ich glaube, den werde ich jetzt schnell nicht los. Steht er draußen beim Kackeloch? Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass der draußen im Kackeloch ist. Also direkt im Kackeloch. Ich meine, so ein Dämon brauche ich auch ein bisschen Strom, ne? Hm. Hm. Klar. Ich gehe runter ins Loch. Macht Sinn. Also wer das jetzt nicht als sinnvoll angesehen hat, weiß ich auch nicht. Aber das ist doch jetzt hier bestimmt eine Verbindung zum Kacke-Dämon. Ich meine, guck mal. Der hat... Oh, ich glaube, der Dämon will ein Date mit mir. Dämon will doch safe ein Date mit mir. Der hat den Fernseher extra nach unten geholt, damit ich jetzt ein Date mit ihm habe. Damit wir jetzt gemeinsam Netflix und Chill machen können. Drehe alle Kreuze im Domizil um. Okay. Boah, jetzt muss ich ja erstmal rausfinden, wo hier überall alle Kreuze sind, wa? Also eins weiß ich. Eins war irgendwo... Wow, ist das eine neue, moderne Toilette. Eins war da, wo das Klavier steht. Das weiß ich. Das habe ich mir gemerkt. Ich habe mich doch nicht gemerkt, wo hier sonst noch Kreuze waren. Okay, Nummer 1.
Oh, das Knacken im Hintergrund ist, ist ekelhaft. Oh, guck mal, da ist noch eins. Ich höre eine Krähe. Hi, Maria. Hi, Marias. Tag. Na? Gib mir den Beat, Krähe. Es tut mir leid, irgendwie kann ich das Spiel nicht wirklich ernst nehmen. Es war nur ein Jumpscare drin. Das ist eigentlich sehr, sehr nice. Also, natürlich, wenn jetzt hier... Nee, du bist nicht Maria. Keine Ahnung, was das sein soll. Da sind Haare am Kruzifix. Das Kruzifix hat Haare. Aber nette Frisur, würde ich sagen. Okay. Ich glaube, wir haben hier schon wieder so einen haarigen Dämon. Wisst ihr? Wie beim Badehaus. Wait, hier ist noch ein Kruzi. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh. Ganz viele tote Vögelchen. Oh, da ist noch ein Kruzi. Jumpscares können trotzdem immer wieder passieren. Okay. Jetzt haben wir plötzlich ein paar tote Fische. Ein paar. Achten. 40. Ah, das ist eher. Ich glaube, ich müsste sogar bald alle Achievements haben. Ich weiß es nicht. Oh, oben ist doch bestimmt auch noch ein Kreuz, oder? Ein bisschen wie das letzte vor. Oh, das ist auch das Knisternde. Oh, lol. Ja, ist nett, wie ihr euch zu mir umdreht. Finde ich super. What? Ja, gut. Gehe ich jetzt wieder zur Leiter? Oder gehe ich die Seite lang? Ach komm, was soll's. Wir gehen hier lang. Ich glaube, da drüben komme ich nur im Kackeloch raus. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer will denn schon im Kackeloch rauskommen? Okay. Ja, ich würde sagen, krieg ich mal ein bisschen schneller, ne? Wahrscheinlich wäre das Kackeloch doch besser gewesen. Nicht wahr? Ja, steh noch langsamer auf. Thank you.
ob wir jetzt gehen können? Cool, können wir sogar. Oh mein Gott, ich muss fahren? Nee, ich muss nur W drücken. Okay, cool, ich muss nur W drücken. Ja, da kommt gleich noch irgendein Jumpscare. Solange er nicht zu laut ist, ist alles okay. Wobei ich die Befürchtung habe, dass er zu laut sein wird. Oder es sitzt gleich irgendwas im Auto, anstatt vors Auto zu springen. Das könnte natürlich auch sein. Oder vielleicht sterben wir, weil wir die Klippe runterfallen. Oder wir sind in einem Tunnel. Und halten an, weil im Tunnel ein Baumstamm liegt. Macht Sinn. Ich kann, by the way, nichts machen. Ach, das war doch klar. Meine Güte, der hat aber auch einen Leg Day ausgelassen, ne? War ja klar. Und natürlich dürfen wir sein Gesicht nicht sehen. Aber die Frage ist jetzt halt, wie sind wir an diese Aufnahme gekommen? Okay. Warum sind wir so groß? Hol es für mich herbei. Meine Güte, sind wir groß. Was war denn unser ursprünglicher Reporter für ein kleiner Mensch? Warum filmen wir das jetzt? Wollen wir da Proof-Format? Ich meine, ja gut, warum haben wir das alles davor gefilmt? Das ist ja auch noch so eine Sache, ne? Also es war jetzt kein schlechtes Spiel, ne? Nur weil es halt keine Jumpscares hatte, na gut, ein paar mehr oder weniger. Heißt es jetzt nicht unbedingt, dass es schlecht war. Es war auf jeden Fall was ganz, ganz anderes, was man sonst von Schillers Art gewohnt war. Es war mehr auf diese gruselige Atmosphäre gelegt. Man kann jetzt sehr viel reininterpretieren. War das jetzt ein Dämon,
der von ihm schon Besitz ergriffen hat oder irgendwie sowas. Es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Es war ein gutes Spiel. Ich würde es jetzt allerdings auch nicht als das beste Schillers Art Game jemals betrachten. Ich meine, es war ein bisschen Konversation, so dass man ein kleines bisschen was auch mitbekommen hat, aber es war mehr so, schau mal, was du reininterpretierst und je nachdem findest du es halt gruselig oder nicht. Es war eine einigermaßen bedrückende Atmosphäre, aber weiß ich nicht, also wenn ich es jetzt bewerten müsste, würde ich es, glaube ich, mit 5 von 10, also so stabile Mitte, ganz, ganz stabile Mitte machen. Es war jetzt nicht das Beste, es war auch nicht das Schlechteste, es war so ein gesundes Mittelmaß, so ein Spiel, was man halt zwischendurch einfach mal spielen kann. Also ich bin jetzt nicht mega beeindruckt. Ich bin auch jetzt nicht mega geflasht. Ich bin aber auch nicht sauer. Es war ein gutes Spiel. Ja, ich bleib bei einer 5 von 10. Ja. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo freuen, damit ihr die nächsten Videos nicht mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Da kommt noch was. Ganz schön gruseliges Filmmaterial. Naja, also gut ist es nicht. Wissen Sie, von wem es ist? Keine Ahnung, es wurde uns zugesendet. Vielleicht ist es von dem Kerl, der in letzter Zeit nicht zur Arbeit gekommen ist. Könnte sein. Ich kann mich daran erinnern, ihn losgeschickt zu haben. Aber warum schickt er es ins Büro? Er sollte es doch direkt zu mir bringen. Aber das am Ende. Nachdem er im Haus gefilmt hat, ist er nicht mehr ins Büro zurückgekehrt. Oh nein. Nein. Wovon reden Sie denn da? Das Material ist bestimmt bearbeitet. Nur ein Fake. Sowas macht man nicht. Sie haben recht. Mein Fehler. Ich hoffe, er taucht bald wieder zur Arbeit auf. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss zur Toilette. Oh, bitte beeilen Sie sich. Damit wir das nächste Projekt planen können. Wait, what? Hier kann ich nichts machen. Ja, lol. Das Geräusch, Alter. Okay, ich gebe dem Spiel eine 4 von 10. Das war jetzt so ein richtig unnötiges Ende, was die Sache nicht besser gemacht hat, sondern eher schlechter, weil das war so ein Jumpscare, der nicht gruselig war, sondern einfach nur, hier hast du einen lauten Ton und dann steht da ein Mann im Schrank. Okay. Das hat mich jetzt ein bisschen sauer gemacht. Also das Ende
war absolut nicht nötig. Das Ende war gerade richtig scheiße. Also das Ende war einfach nur unnötig und hat es wirklich nicht besser gemacht. Nein! Ach komm, das Spiel war eine stabile 5 von 10 und dann am Ende lautes Geräusch, ungruseliger Jumpscare, Ende. Das war ganz unnötig gerade. Oh, das war gerade ganz unnötig gerade. Das hat die Sache nicht besser gemacht. Das gesamte Ende hätten sie einfach genauso, wie es war, einfach weglassen können. Damit revidiere ich, was ich gesagt habe. Es ist eine 4 von 10. Das hat es gerade ein bisschen schlechter gemacht, meine Bewertung. Weil das Ende einfach unnötig war, bin ich ganz ehrlich. Es war... Ich wiederhole es einfach nochmal. Es war ein gutes Spiel. Es war eine bedrückende Atmosphäre. Nicht wirklich viele Jumpscares. Außer dass am Ende war auch alles wirklich gut eingesetzt. Die Storyline per se war sehr verwirrend. Man kann alles reininterpretieren, was man da gerne reininterpretieren möchte. Deswegen ist es halt... Es ist nicht mein Fall, aber das ist eben auch nur meine persönliche Meinung. Ich bin halt nicht so ein Fan von... Ja, schau mal, was du reininterpretierst. Vielleicht findest du es gruselig, vielleicht auch nicht. Da bin ich halt mehr so der Typ... Ich habe gerne eine Storyline, die geht von A bis Z und wird dann abgeschlossen. Gerne auch mit einem selbst interpretierbaren Ende, aber die gesamte Story selbst zu interpretieren, weiß ich nicht. Da bin ich einfach kein Freund von. Deswegen war es eine 5 von 10. Aber dieses Ende, es war so unnötig. Es war logisch, dass er tot ist. Natürlich kommt er nicht zur Arbeit. Irgendwoher müssen wir das Video ja haben, ne? Also haben wir uns das angeschaut. Es war ja schon irgendwo klar, dass es halt zu der Firma geschickt wurde, aber dieses Ende... 4 von 10. Also damit gebe ich dem Spiel gerade einmal eine 4 von 10 und damit leicht unterm Durchschnitt. Das... Und bevor ich mich hier jetzt weiter drüber aufrege, noch einmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und auch über ein Abo freuen, damit ihr die nächsten Videos nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis dahin.